Hallihallo und Tillü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in Smallland, Survive the Wilds. Zusammen mit mir, der Natzen und dem Ashburn. Hi, Ashy. Ja, moin, hi. So, Ja, Piepmatzen achso. sind wieder geparkt. Genau. Und herzlich willkommen bei unserer Reishi-Pilz-Süß-Sauer-Pfanne. Viel brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Wir haben jetzt wie viel gehabt? 56? 57? Irgendwie sowas. 56 und 80 brauchen wir. Ja, irgendwie 80 sowas. brauchen wir, also Genau. 80 Leder, ne? Nicht Pilze, Leder. Ja, 80 Leder. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch ein paar Pilze sammeln. Ja. Scheiß Wanze. Und dann kommt das große Abenteuer, Federn besorgen. Ja, da wird es richtig spaßig, weil. Aber diesmal machen wir das anders, haben wir gesagt. Wir Vogel lenken töten ist Vögel Quatsch. ab. Ja, Vögel töten ist irgendwie not so gut. Nee. Not so gut. Nee, wir haben uns geeinigt, wir machen wieder das Katz-und-Maus-Spiel mit dem einer lenkt ab, Ja. der andere plündert das Nest. Aber Ganz diesmal genau. kannst du mit dem kämpfen und ich gehe zum Nest. Letztes Mal habe ich es gemacht. Ja, ist mir doch egal. Wir Ich müssen das eh zweimal machen, also können wir uns gut weiß. abwechseln. Ja, was heißt zweimal? Als ob das beim ersten Mal gut ging. Der kommt ja hoch, wenn der merkt, dass einer am Nest ist. So schnell bist du ja gar Ja. nicht mit dem Nest durch. Das muss ja auch zwei, Nee, aber dreimal das. hoch. Genau, aber hier gibt es da zwei Nester. Das heißt, bei dem zweiten Nest müssen wir das leider auch nochmal machen. Eins ist hier vorne irgendwo, meine ich. Ja, hier bei dem An der. Spielplatz, wo ich Ja, bin. genau. Ja. Ja, ich bin ja auch hier vorne. Ich sehe Ach dich so. leuchten. Ah, ja, Ja. den. Und der andere ist da vorne irgendwo. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, wo das Nest ist. Ansonsten haben wir doch beim Auto den. Ja, wir. Ach. Ah, und es stürmt. Ja, das ist jetzt schon das dritte Mal heute. Ja. Innerhalb der letzten halben Stunde hier. Wir wollten die ganze Zeit loslegen mit der Aufnahme. Es hat also eigentlich eben erst gestürmt noch. Ja, das ist doch Sind gar nach nicht dem lange Sturm her. los, sind hier angekommen, haben die Aufnahme gestartet und jetzt stürmt's Genau. wieder. Ja. Also das nervt ein bisschen jetzt. Ja, obwohl, Ich habe das auch habe schon ich gedacht, es ist im Forum Herbst. aber auch Nee. schon gelesen, dass viele gesagt haben, dass die Stürme im Moment übertrieben viel kommen. Ja, Ja, keine also. Ahnung. Jetzt sind so einige Sachen hier ein bisschen verbesserungswürdig noch. Ja, aber das wisst ihr ja. Ja, Ja, da haben wir gut. uns ja beim letzten Mal schon genug ausgekotzt. Jetzt wollen wir nicht wieder eine Genau. Meckerfolge draus machen. Nee, muss nicht sein. So, ich kann nichts updaten. Ich habe noch kein Level up gehabt. Ich lebe hier am Limit. Ich sammle hier noch mal ganz in Ruhe Pilze. Ja, dann mach du mal. Ja, bis ich bei der Tonne bin, also selbst wenn ich da ein bisschen Schaden kriege, das habe ich schnell wieder geheilt. Ja, ist richtig. So, komm, ich bin jetzt schon auf dem Rückweg. Ja, unsere Piepmätze haben wir gerade mal gesehen, dass wir da Attribute leveln können. Also, Ashburn wusste schon, ich nicht. Jo, Habe mich mal darauf ich. aufmerksam gemacht. Und mein Piepmatz ist jetzt Level 9 und wir haben gerade gesehen, die Level nur bis Level 10. Meiner hat nur Ist Level 6. ein bisschen erbärmlich, weil ich habe eben auch mit dem gegen eine Kakerlake kämpfen lassen. Ich habe das auch aufgenommen, das könnt ihr also in einem Short von mir sehen. Ich mache unheimlich wenig Schaden mit dem Vieh. Also, ne, ich kann den ja gar nicht lenken. Der macht selber unheimlich wenig Schaden. Ich mache mit einem Schlag dreimal so viel Schaden wie mein Vogel. Und die Kakerlake war auch stärker. Ja. Also, die hat trotzdem verloren. Also, die hätte auch verloren, wenn ich mich nicht eingemischt hätte, weil er einfach mehr Leben hat als die. Aber Schaden hat eindeutig sie mehr gemacht, ne? Und das finde ich ein bisschen erbärmlich. Ja. Also so eine Blaumeise gegen eine Kakerlake, da ist es doch eher, dass der Ja, Vogel ein bisschen mehr Kraft hat. also ein, zweimal picken, fertig, habe ich mitgerechnet, aber Ja, nein. genau. War voll der Nö. Kampf. Ja. Ist genauso wie, dass der Vogel einfach nicht, oder dass man mit dem Vogel nicht kämpfen kann, wenn man drauf sitzt. Habe ich auch im Forum gesehen, haben sich schon viele drüber beschwert. Oh! Was? Kämpft gerade gegen eine Wanze. Ja, lassen. Also, ist, glaube ich, deiner, Keine ne? Ahnung, aber ich bin gar nicht überdacht. Du bist da nicht überdacht. Ich weiß. Juckt Nee, mich ist nur nicht. meine. Wenn du verlierst, dann verlierst du. Dann bist du ein Loser. Dann bist du ein Können wir mal Schmetterling. gucken, wie der Stand ist? Oh Gott, Stinkerei. Also dein Vogel stinkt jetzt. Ja, gut. Ah, oh, der kommt aber klar. Ey, lass mich da raus. Ja, dann ist er gut. Ich wollte doch Nee, nur mal der will dich gucken. jetzt. Der Ja, will dich warte, da macht jetzt. meiner mit.
Jo! Zwei gegen ein! Stinkt mein Vogel auch. Futter. Stinkt mein Vogel auch. Guck mal, kann man auch wieder einen schönen Shot draus machen. Ja. Stinkt. Oh nein, Vögel. Warum will er immer zu mir? Ich wollte doch nur gucken. Weiß auch nicht. Jetzt will er zu mir. Alter, aber wieso? Den mach ich ja schneller platt. Ja, ja. Wir sind zu zweit, ne? Ja, eben. Und die treffen auch irgendwie nicht. 18 Schaden. Jetzt gehe ich mit meinem Schwert mal dran hier. Ich mach 55 Schaden und jetzt stehe ich auf. Mal mit dem Hammer drauf. Ja, ich habe nur mit dem Schwert und nur 55 Schaden gemacht, ne? Ich mach 71 mit dem Hammer. Ja, das ist schon sehr schlecht konjungiert. Nein, ihr könnt aufhören, auf der Leiche herum zu hacken. Die ist tot. Tod ist tot, Jung. Warte. Oh. So, weiter geht's. Ja, ich muss auch noch eben parken hier. So. Witzig, ey. Ja, ehrlich. Machen ja voll das Bohai raus. Oh ja. Ja, aber wenn der dann gegen einen anderen Vogel kämpfen muss. Dann hat er verschissen. Dann hat er sowas von verschissen. Und das finde ich so unverhältnismäßig beim Leveln. Also es ist jetzt kein Meckern, sondern einfach nur mal einen drüber reden. Ich finde das Leveln sinnlos irgendwie, ja? Also wenn ich jetzt mal gucke, ich habe jetzt Stufe, welche Stufe habe ich jetzt? 81. Und eine Kakerlake Stufe 3 macht mir immer noch total die Probleme. Also mit dem, was ich da gelevelt habe, müsste ich ja eigentlich mit zwei Schlägen platt machen, aber nein. Das ist so, das ist so. Es ist total komisch, also ich merke kaum was vom Leveln und ich glaube, beim Vogel wird es nicht anders sein, dass der zwar... Ja, angezeigt hat, kriegt das der levelt, aber der wahrscheinlich gegen andere Viecher in dem Level keine Schnitte hat. Nö. Ja, das ist alles noch nicht so ganz ausgereift. So. Also, das ist nur nicht auf. Optimal, ich suche das Wort und komme nicht drauf. Wie sagt man so schön, das findet nur auf dem Papier statt. Ausbalanciert. Ausbalanciert oder was? Was denn? Was? Ach, der hier. Nee. Nee, aber das ist alles noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch in der Rezension geschrieben, dass ich der Meinung bin, die sollten lieber noch ein bisschen im Early Access bleiben und erstmal die ganzen offenen Probleme noch in den Griff kriegen. Das Spiel seinem Potenzial entsprechend fertig machen. Ja, aber es hat Potenzial. Da wollen wir mal gar nicht abstreiten. Ne? Also es ist ein schönes Spiel, alleine vom Grafischen her sehr hübsch gemacht. Top. Wirklich, also ne, auch die ganzen Viecher hier. Ne? Ich sag mal so, je mehr ich mich ekel, desto mehr ist das ein Pluspunkt fürs Spiel, dass es realistisch aussieht. Ja, und wir haben die Tarantel noch nicht gesehen, ne? Ja, ach, auf dem Bild, blödes, ne? Blödes Viech. Ja. Auf dem Bild haben wir sie gesehen. Ja, ja, das schon. Das reicht ja schon, aber ne? Wenn ich überlege, letztes Mal diese Kakerlaken hier in der Nähe, die waren auch schon, sagen krass eklig aus. Die Albino-Spinne nicht vergessen. Ja, die war auch eklig. Scheiße, da ist die Kröte schnell weg. Okay, das lässt mich in Ruhe. Was muss ich hier Leib und Leben riskieren für ein paar Pilze? Oh Gott, da ist so eine Kröte. Ja, ehrlich, ey. Na, das meine ich. Also, oh Gott, da ist auch noch eine. Direkt hier vorne. Und vielleicht weniger Sammel. Ja. Ja, also darüber haben wir auch uns gerade unterhalten. Es kann nicht sein, dass das Spiel jetzt nur noch aus Grinden besteht. Ja, das ist hier so die Hauptaufgabe. Wir mussten gerade schon los Eisen besorgen, damit wir Sachen reparieren können. Also ich muss sagen, ich habe mir... Deswegen war auch Nock bei mir noch markiert. Also ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang auch so das Gefühl, es reicht langsam mal mit von Gegner zu Gegner geschickt werden. Jo. Mittlerweile vermisse ich es ein bisschen, weil jetzt geht es nur noch darum, von Grindstelle zu Grindstelle geschickt zu werden. Ja, das ist so. Du hast da was hinter dir. Ach, schon wieder so ein Drecksviech. Und da vorne ist die Kröte. Das ist so geil. Ich laufe vor was weg und sehe dabei, während wie du vor etwas wegläufst. Ja, ich sehe die Kröte. Ja, die ist genau hier bei den Pilzen. Ah. Oh Gott, ich glaube, die ist hinter mir. Was, die Kröte? Ja, oh Gott. Ach ja, das könnte sein. Ja, aber die steht. Ja, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie auch. Sie steht, aber sie guckt mich an. Ne, die hüpft wieder weg. Ja, Gott sei Dank. Die Pilze wollte ich nämlich auch. Da hat mich die blöde Wanze wieder gestört. Ja.
Dann nehme ich die hier oben. Mal irgendwie geil zu zähmen. So eine Kröte. Ja, das hätte was. Ja, das habe ich zum Beispiel in der Rezension auch gesagt, dass es schade ist, dass man nur ein Tier gleich zur gleichen Zeit zähmen kann. Nicht mehrere. Ja. Keine Chance, was zu züchten. Nee, das was auch sogar nicht. Bei Green Hell später möglich war. Also sogar ja. Da. Gut, das kann ja noch kommen, ne? Aber ja. Wir sind ja auch noch im Early Access. Aber wenn die im Dezember wirklich in den Release gehen wollen. Deswegen erwähnen wir das ja auch. Ne? Ja. Also wir würden überhaupt nichts dazu sagen, wenn es noch keinen Termin gäbe. Aber für uns ist das ein bisschen schockierend, dass der Termin jetzt so plötzlich rausgehauen wurde, so ja. Zeitnah. Ja. Und wir der Meinung sind, für das, was uns versprochen wurde vom Spiel, ist da noch viel, viel, viel Arbeit reinzustecken, bevor man überhaupt an sowas wie Early Access denken sollte. Also ja. Beenden, ne? Ende Early Access. Ja. Release. So. Ja, ja. Vielleicht ist es wirklich auch so ein bisschen die Sorge darum, dass das Spiel dann fertig ja, ist. Nicht mehr weiterentwickelt ja. Wird und so bleibt, wie es jetzt ist. Und das wäre echt schade. Das kann ich mir zwar nicht vorstellen, nur ich frage mich, warum dann überhaupt von Early Access oder nicht Early Access sprechen. Ja. Also, das habe ich mich bei einigen Games gefragt, wo es heißt ja, wir machen jetzt Release und im Grunde lief alles genauso weiter wie im Early Access. Ich finde das bei Icarus klasse. Icarus macht es genau richtig. Die haben nie Early Access gemacht, die sind sofort in den Release gegangen, aber die machen seit 96 Wochen jede Woche ein neues Update mit super vielen Dingen. Und entwickeln das Spiel super geil weiter von Woche zu Woche. Und das habe ich noch nirgendwo gesehen. Und das auch noch ohne viele, viele Bugs. Mhm. Also wirklich sehr gering, dass da mal Bugs bei auftauchen. Ja, das ist super. Und ja, das habe ich noch bei keinem Entwicklerstudio gesehen. Und da können sich viele eine ganz, ganz dicke Scheibe von abschneiden, wie die das machen. Leider keine Pilze mehr. Und dann finde ich es auch okay, wenn man es released und sagt, wir machen aber jede Woche ein Update und wir ziehen jede Woche was drauf. Muss ja auch nicht jede Woche sein, ist manchmal auch ein bisschen viel, viel leicht. Ach, jetzt bin aber ich hier beim Vogel. Einmal im Monat ist doch auch okay. Wenn dann dafür gute Sachen aufmerksam. Kommen. Sehr geil. Ist der direkt auf mich aufmerksam geworden, oder was? Wer? Ah. Der Vogel. Ja. Natürlich. Ja, der hat eine sehr starke Range. Der hier am Auto auf jeden Fall. Ja, der ist ganz schlimm. Das ist krass, ich war gar nicht so nah bei dem dran und der kam schon auf mich nieder, ey. Das ist schon übel, ja. Der hat mich vom Weiten schon erspäht. Krieg ich den nicht los, oder was? Da hinten sind noch welche. Oh, hau ab. Gott, ey. Wir sind echt scheiße. Und da wollten wir nicht rumjammern, ne? Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, seitdem sie das jetzt rausgehauen haben, ja, hat man halt, wie gesagt, seine Bedenken. Ja, absolut. Muss man die halt auch äußern. Halt ja, finde ich auch. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir hier hängen. Als Kacke, das ist scheiße. Nein, ist es oder ja so. Tatsächlich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Wir würden es ja auch nicht mehr spielen, wäre es so. Ja. Dann hätten wir schon längst gesagt, stopp. Richtig. Ja, aber so. Aber wie gesagt, der Unterschied ist tatsächlich, wenn du nicht weißt, dass jetzt Release kommt und das ist ein Early Access Spiel, dann sagst du auch gar nichts. Dann stört dich das ja alles gar nicht so. Weil dann sagst du auch ist halt immer so. Early Access kommt halt eben. Irgendwann vielleicht das sagst mal. Du dann immer so, da ist halt Early Access so, ne? Ja. Aber wenn es jetzt so heißt, ja, aber ist nicht mehr lange Early Access, dann denkst du dir, okay. Ja, schade. Sicher? Ja. Also auch nochmal, was den Vogel betrifft, auf den muss ich natürlich auch nochmal zu sprechen kommen, auch wenn man sich, sag ich mal, an die Steuerung irgendwann gewöhnt. Der Eschmann hat schon mit einigen Sachen recht. Beispielsweise. So langsam kriege ich es auch besser hin. Beispielsweise ist es absolut unlogisch, dass ich nicht mit Leertaste, genau wie jetzt hier bei meinen Flügeln, die ich anhabe, lande und abhebe. Ja, ja, sondern ich bin da am Abheben mit der Leertaste und dann mit STRG muss ich landen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, das ist Schwachsinn, genau. Das leuchtet mir nicht ganz ein. Nein, sag ich ja. So, das sind so ein paar Sachen und es ist halt natürlich auch total Quatsch, sein Pi auf Kämpfen zu pushen. Ah! Entschuldigung, bin gestorben. Ja, nicht gerade leise. Nein. Ach du Scheiße.
Was denn jetzt? Respawn-Punkt und so. Oh, ja stimmt, den muss ich auch noch setzen, das recht. Ja, denk du wenigstens dran. Ja, jetzt. Ja. Oh Mann. Naja, wie gesagt, es macht für mich keinen Sinn, die Kröte. Sein Vieh auf, was weiß ich, hier zu pushen, ne? Wenn er da Kampfskill pusht und dann kannst du gar nicht mit dem kämpfen. Ja, das ist auch so geil. Moin. Ja, ich möchte ja gerne mal mit dem kämpfen und ich habe auch immer die Befürchtung, dass das nächste Vieh, wo ich mich in der Nähe befinde, den platt macht. Ja. Also wenn ich sehe, wie schlecht der gegen so eine Wanze oder Kakerlake kämpft, dann habe ich schon Angst, den neben der Kröte stehen zu lassen. Ja, da muss man tatsächlich noch vieles ausbalancieren an dem Vogel. Ja. Auch so eine, Möglichkeit, Geschwindigkeit zu steuern, weil ich kann zwar Gas geben, aber ich zeig das jetzt mal. Jetzt bin ich auf Vollgas hier, aber er wird nicht wieder langsamer. Da kann man nichts machen. Ich habe keine Möglichkeit, den wieder zu verlangsamen und das ist ziemlich doof irgendwie. Ja, also der Vogel hat auch super Potenzial. Absolut. Es ist zum Beispiel klasse, wenn wir mal sagen, wir müssen mal eben zum Baum. Ja, steckst auf den Vogel, drehst dich um, paar Sekunden später bist du da. So, alles cool. Aber gerade das Landen auf kleinen Flächen wie auf dem Baum ist dann doch schon mal ein bisschen herausfordernd, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hast und ganz automatisch beschleunigst du, wie du es halt in anderen Spielen auch machst. Das hier ist nämlich auch so geil. Der kann hier nicht runterhüpfen. Ja. Häng jetzt auf der blöden Tonne fest oder muss fliegen und schnell wieder landen. Aber da stand doch was mit Springen, oder nicht? Ja, das ist es ja. Das ist ja, das sobald du springst, fliegt der los. Der. Ja, deswegen, der springt gar das nicht. Das ist auch so eine Sache. Wieso, was kann ich denn springen? Wohin kann ich springen? Wie kann ich springen? Ja, das steht ja auch hier. Abheben, aufsteigen, Spacebar. Ja. Und Spacebar ist auch Sprung. Also da haben sie einen Fehler gemacht. Ja, irgendwie schon. Da haben sie auf jeden Fall einen Fehler gemacht. Also es wäre auf jeden Fall besser, ich glaube, die haben das verwechselt. Ich glaube, boah, weißt du was? Der Sprung sollte, glaube ich, eigentlich auf STRG sein. Und das Landen sollte auf Backspace sein, so wie das Abheben auch. Ich glaube, die haben sich da vertan. Ja, keine Ahnung. Wird das dunkel? Das müssen sie dringend ändern. Da ist mein Grabstein. Ja, es wird dunkel. Habe ich noch Zeit, den zu holen? Nee. Dann lieber eben eine Runde pennen. Ja, wir haben hier eh keine Pilze mehr, ne? Wir müssen eh. Ja, da hinten, wo ich war, sind noch Pilze. Hier vorne. Schon nichts mehr gefunden, eine längere Zeit lang. Oh doch, da wo ich war, waren noch welche. Es legt dich hin. Ja, ich versuch's ja. Respawn-Punkt endlich festgelegt. Juhu. Ich auch jetzt erst. So. Grabstein holen. Da. Das ist meiner. Ne? Ich dachte, du wolltest jetzt fliegen. Nein, nein. Oh, das wollte ich nicht. Warte mal. Wollte euch zeigen, hier. Hier sind schon Pilze nachgewachsen. Okay, super. Ja, hier hat man diese Attribute und wir haben schon geeinigt, auf gar keinen Fall Geschwindigkeit. Nein. Absolut sinnfrei. Ja, und dann steht hier maximal Stufe 10. Ja, eben. Ein bisschen, also bei dem, was er bis jetzt an Leistung erbringt beim Kämpfen und so, ist das ein bisschen schwach. Ja, ja, absolut. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass er ein bisschen mehr leveln kann. Also auch so, was ich im Forum gesehen habe, frage ich mich tatsächlich, ob die überhaupt drauf gucken, was die Community so sagt. Wieso? Ich habe so das Gefühl, dass die da gar nicht nachgehen. Ne? Ne, nicht so ganz. Was, ja, aber was ja, zum Beispiel mit schließen? Dem. Zum Beispiel, dass die Leute sich darüber aufgeregt haben, dass hier mit diesem Punktesystem auch, dass das nicht richtig anschlägt. Oh, Scheißvogel, verpiss dich. Ja, ich bin auch hier. Ich seh's gerade. Du bist beim Vogel, okay. Ja, und das mit wieder kurz vorm Sterben. Na, ich bin hier bei den Schon Fallen. Ah, ist der Vogel bei mir. Ich bin hier Na, doch... Gott sei Dank. Nee, ich will hier Pilze sammeln. Ja, wollte ich auch. Geh weg, Fetti. Ja, wie Was gesagt. Was willst du denn? Ich hab dir nichts getan. Geh wieder zur Eschbe. Nee, bleib ruhig weg. Ich hab hier gerade Pilze.
Ja, schön. Außerdem stinke ich, deswegen ist der weggegangen. So, na, da ist viel mehr dran, nimm dir den. Hallo? Nenn ich ich, der hier. nicht du, der hier. Wer ist der hier? Ja, hier der fiese Fettsack wieder. Ach, der fiese... Und der Römer war auch dabei, der Centurio. Oh, ich hasse diese Scheißkäfer. Ne Wanze, jetzt ist ja die ganze Tierwelt hinter mir und das nur, weil ich ein paar Pilze wollte. Ich fass es wieder nicht. Ist echt schlimm hier. Erdbeben, ey. Oh, da sind Pilze. Ach, du blödes Drecksviech, ehrlich. Ja, da sind Pilze. Du hast einen Vogel. Ja, ich habe einen Vogel. Ich habe eine Wanze. Ich wollte auch Pilze, aber da kam die Wanze. Da habe ich den Vogel auch noch im Arsch oder was? Nee, da bin ich hier. Nein, der pickt bei mir. Dank. Wie Gott sei Dank. Ja, besser bei dir als bei mir. Du hast mich aufgehetzt, ey. Nein. Doch, ich hatte dich. Ich war hier ganz unschuldig unterwegs. Den habe ich gar nicht mitgebracht. Seh dich mit dem Vogel kämpfen. Auf einmal jetzt habe ich auch die Wanze hier. Ich habe mit der Wanze gekämpft, nicht mit dem Vogel. Ja, den habe ich jetzt auch. Den habe ich jetzt auch hier. Du leidest nicht weniger als ich. Hier, ich bring den Vogel einfach mit. Nee, geh weg. Nein. Geh weg jetzt. Ich möchte nicht. Ich glaube, der kam mir gar nicht hinterher. Ich möchte das nicht. So. Wir könnten aber direkt da oben die Nester, das Nest. Ich wollte ich auch gerade fragen. Sollen wir nicht mal ein paar Nester machen? Ja. Ja, ja, eins. Ja, ja. Zumindest. Ja, dann haben wir zumindest schon mal diese neuen Flügel da zusammen. Da oben ist er. Der guckt schon hier rüber. Oh, wo bist denn du? Ja, hier, in der Nähe von der Schaukel. Ach, da bist du. Ich bin nämlich bei dem Ahn. Ach so, nee, bei dem bist du ja auch. Ja, das sah ist der so gleiche weg aus. Ja, ja. Das sah so weit weg aus. Er flattert unruhig. Ja. Ich weiß nicht. Guckt er auf mich? Sieht er mich? Ich weiß es nicht. Lass mich nochmal eben verbinden und einmal aufheilen. Bevor ich mich ums Geschicklichkeit, Gesundheit erhöhen. Gleich dreimal. Hast du Pfeile dabei, dass du den abschießen kannst? Pfeile, ja. Bogen. Ja, weil du musst den ja gleich ablenken zu dir, wenn ich da hochgehe. Ja, ja. Ja, kann also ich losgehen. Bin jetzt in der Ich bin in der Rutsche. Du kannst von mir aus anfangen. Ach, du blödes Viech. Ah, geh weg. Wie sind eigentlich diese Würfel da? Das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt. Kann man ja auch einsammeln. Weiß auch noch nicht. Irgendwo müssen die auch noch gut sein. Ah, ja. Au! Dachte ich mir auch. Oh, ich lebe nicht lange. Ich beeil mich ja schon. Ach Gott, ein Schlag noch und bin tot. Wenn soll auf Fernkampf gehen, das geht auch gar nicht, weil der Vogel die ganze Zeit hinter dir ist. Ganz toll, wie soll ich denn da auf Fernkampf gehen? So, die Spitzhacke hoch. Ja, toll, tot. Oh nein. Oh ja. Dann kommt er jetzt zu mir, der Kackvogel. Ätzend, ätzend. Guckt euch das an, wie lange man auf diesem Nest rumhacken muss. Und da ist er schon. Ja, ich bin weg, ist okay. Ist dein Nest, ist dein Nest. Ich geb ihm gleich sein Nest. Weil da muss er ewig drauf rumkloppen, ey. Ja, ja, das hatte ich ja letztes Mal auch. Ja, und das ist es ja auch. Ne? Du hast überhaupt keine Chance, dem Vogel irgendwie zu entkommen. Oh Gott, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er richtig sauer. Jetzt verfolgt er mich bitterlich. Ja, ja, du hast auf dem Nest rumgehackt, ne? Ja, ja. So, jetzt habe ich einen Bogen, aber keine Pfeile. Aber Eschborn, darfst du doch nicht so schnell töten lassen. Das ist doch scheiße. Ja, entschuldige bitte. Da muss mehr gehen. Ich war gerade am Verbinden. Das ist scheiße hier. Lenk den mal von meinem Grabstein weg. Ach nee, das ist auch noch hinter mir. Gott, hier hast du echt nur Probleme am Arsch. Ey. Ah! Da willst du mal kurz pausieren, kommen dir von hinten zwei Bienen an den Arsch, ne? Und jetzt habe ich den blöden Vogel wieder an den Arsch. Ja, ich habe hier eine Wanze, Moment. Es gibt's doch alles nicht. Ja, ja, alles nehmen und weg. So, guter Junge. Schnell verbinden und schnell weg. 80 Bienen, 16 Vögel,
Geht, läuft hier. So. Komm, wir holen mal eben. Ja, das ist, ich weiß nicht. Ich weiß. Nee, ich weiß so nicht. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht so, ne. Irgendwie. Früher war irgendwie, mehr Lametta. Richtig, ja. Ja, aber ich habe gerade versucht, gehst mal auf Fernkampf. Nein, der Vogel ist die ganze Zeit bei dir an der Foot. Ja, ja. Drehst dich einmal um, zack, pickt er dich ist an. So, ist einmal so. Tot. Ach, die waren zu mir, nicht zum Eschi. Ja, genau. Mit ihrem grünen Arsch. Die sind aber sau easy. Oh, zwei, drei Schwertschläge. Ja, deswegen sag ich ja, dieses ganze Level-System und so hat irgendwie keinen Einfluss, habe ich das Gefühl. Ja, sag ich ja. Weil die sind genauso schnell tot wie vorher auch. Einflussherstellung? Was beeinflusst es denn in der Herstellung? Ja, das ist auch was eine Frage. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ja, ob du dann schneller herstellst oder mehr von irgendwas mehr herstellst. Mehr Haltbarkeit vielleicht. Ja, irgendwie sowas. Ich habe auch keine Ahnung, weil die das auch überhaupt nicht richtig erklärt haben. Das ist auch so ein Ding. Das habe ich aber auch im Forum gelesen. Haben sich auch viele an den Kopf gepackt und gesagt, was soll der Schwachsinn? Herstellung. Wofür? Ja, vor allem, dass das jetzt so spät kommt. Alles andere ist ja schon voll weit und da bist du ja, auf genau. Null. Das ist auch voll bekloppt, ja. Ein bisschen doof. Ja, ja, da hätten sie dann wenigstens so einbauen können, dass man so die Hälfte von dem anderen schon mal hat oder so. Wenn ja, man schon oder hat. Irgendwelche Begrüßungspunkte bekommst, was weiß irgendwie ich. Irgendwie sowas, ja. Ja, das war auch schlecht durchdacht, genau. Also ich bin noch mal in der Rutsche. Wenn du Bock hast, kann man mal eine Runde. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich da wieder hin muss. Hallo Grashüppe, hüpf mich mal dahin. Hüpf mich mal Taxi, hin. Bitte. Ja, aber das wäre halt jetzt cool, wenn man mehrere Tiere haben könnte, ne? Mhm. Dann lässt sich hier noch irgendwo ein Grashüpfer stehen oder was und bist schnell ja da. Oder dass du halt vor allem die Chance hast, deine Tiere möglichst da gut dir zu züchten, halt, ne? Dass du hochlevelige dir ranschaffst. Wie bei Ark, sag ich mal, ne? Ja, dass ja du dir die dann züchtest und die dann noch besser werden halt. Ja, ne? Zum Beispiel sowas, ja. Ja, das weil Züchten. Nicht der Kackvogel ist. Alleine dafür müssten sie ja noch im Early Access bleiben, weil das ja wird jetzt nicht von heute auf morgen funktionieren, was ich auch verstehen nee kann. Ja, ja, so, klar. Ich bin da. Okay, dann, wenn du weißt, wo der Vogel ist, schießen ab. Tölpel. Ne, ich sehe ihn nicht, ich suche ihn gerade. Ich sehe ihn auch nicht, das ist es. Ja, der kommt gleich wieder. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der sitzt unten am Gerüst. Hä, unter du seinem, weißt du, wo sein Nest ist? Unten da sitzt er, also unter seinem Nest im Gerüst. Hä, bist du bei der Schaukel? Ja. Ja, jetzt bewegt er sich. Ach da. Flattert er. Ich sehe dich gar nicht leuchten. Oh, der kommt zu mir. Ach, Scheiße. Du bist in der Rutsche, hast du gesagt, ne? Ach, nee, ich bin hier oben am Gerüst. Jetzt hat er mich aber entdeckt. Scheiße. Ja. Soll ich den ganzen Scheiß normal machen? Aber ich bringe ihn mit. Ah. Hi. Ach, der ist doch doof. Ja, ein wenig. Ich schieße und der fliegt hoch. Ich kann ihn gar nicht treffen. Jetzt kommt er. Na, aber der will zu mir, der immer noch. Oh Mann, lass mich in Ruhe! Der weiß genau, dass ich an sein Nest will. Mhm. Ja, dann erwischt er mich auch noch so eiskalt. Ach, jetzt habe ich die blöde Biene da. Hornisse erwischt. Na toll. Oh nein, die habe ich auch hinter mir, ne? Nee, die war jetzt hinter mir her. Jetzt ist der Vogel hinter mir her, glaube ich. Ne, doch nicht. Ich habe die Hornisse bei mir. Siehst und du, den Vogel auch. Doch, ey, ich hasse euch. Das ist doch keine Lösung, euch sowas. Nee. Also, wenn oh man nein, den die ist auch immer noch nicht tot. Warum? Weil die jetzt zu mir tot kommt. Ne? Ja, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches hier. Wo ist denn der Vogel jetzt? Keine Ahnung. Ach, da! Bei mir! Junge! Gut. Gehen wir jetzt durch die Rutsche, sind wir ein bisschen geschützter. Oh! Was ein Akt, ey!
Aber es ist egal, was du machst mit seinem. Allein mit seinem Poltern nimmt er dir schon 30% ja. Leben weg. Manchmal merkst du gar nicht, dass er dich getroffen hat. Genau, weil der einfach nur rumpoltert. Ja, ja. Dann siehst du nur auf einmal deine Lebensanzeige blinkt und denkst dir, au. Jo, was ist passiert? Warum? Jo. Wieso, weshalb, warum, ne? Wo ist er? So, ich bin jetzt gleich am Nest. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Das ist schlecht. Das ist mal ganz schlecht, ja. Ja, vor allem für mich. Du musst ja mit dem kämpfen, während ich am Nest bin. Ja, ja. Da ist er. Kommt direkt hier hin. Ja, der ist wieder zurückgegangen. Ich sehe es gerade. Kommt er zum Nest? Nee, der ist bei mir jetzt hier wieder. Wo ist er jetzt? Oh, ist der doof, ey. Jetzt habe ich wieder. Jetzt ist er am Nest! Ah. Ja, der war gerade noch bei mir. Und ich habe wieder so einen scheiß Stinkkäfer hier, ey. Und jetzt ist der Vogel auch noch hier. Ja, genau. Richtig. Was ist denn los hier in dem Spiel? Das ist doch so unlogisch alles. Ja, ist doch wahr. Dann ist er erst weg und plötzlich ist er doch wieder bei dir. Ich hab ihn wieder mitgebracht. Ich bin in deine Richtung geflogen. Der war hinter mir. Jetzt ist er wieder bei mir. Warum? Alles kacke hier. Oh Gott, ich bin echt tot, Scheiße. Ach, der hüpft weg, ey. Ja, ich bin hier. Was stimmt denn mit dem nicht? Der ist hier bei mir, glaube ich, noch immer, oder? Nee, der sitzt oben auf dem Turm. Ja. Jetzt nicht mehr. Schrubberturm. Ja. Ah, oh, ist das ein Drecksviech, ey. So, sag, wenn du den wieder bei dir hast oder den beschießt oder was auch immer. Ja, ich sterb sofort. Ist klar. Gut. Nein, ich bin auf dem Weg in eine gute Position. Ja, aber ich und bin hier wieder in der Rutsche. Und wenn ich da bin, dann fliegt er sowieso wieder weg. Ja, ich bin hier in der Rutsche. Ja. Weiß nicht, wo er ist. Er sitzt hier vorne hinter der Schaukel. Okay, dann gehe ich mal nicht weiter. Weil nicht, dass er wieder auf mich aufmerksam wird. Aber ich treffe ihn nicht. Doch, jetzt glaube ich. Ich höre ihn. Liegt er zu dir? Nee, ja, ich habe ihn getroffen. Ich meine, der Pfeil macht 92 Schaden, ne? Eigentlich erstmal nicht schlecht. Ja, doch immer noch mehr Schaden als sein eigener Piepmatz. Ja, ja. Na, komm. Ich glaube, es wird langsam wieder dunkel. Ja, jetzt, bam, bam, bam. Na, oder du so noch wird das jetzt. Oder so wird das du jetzt hier mussten jetzt auch rein. Treffen. Weil, wie ihr sehen könnt, wird es auch schon, glaube ich, langsam wieder dunkel. Und, naja, wir sind ja auch schon ein bisschen drüber. Aber trotzdem, eine Runde wollen wir hier noch mal versuchen. Ja, ja. Ich kann jetzt nicht mittendrin aufhören. Nee, nee. Das würde den Tod bedeuten. Ich bin am Nest. Guck, dass er bei dir bleibt. Ja, ja, ich kämpf schon. Ups, siehst du, der springt einmal auf den Boden. Da hinten, jetzt kommt er wieder zu mir. 100 Lebenspunkte weg, das ist aber ich habe schon immer die Hälfte vom Nest platt. Und jetzt ist er wieder weg. Ja, der ist hier bei mir am Nest. Nee, der ist hier doch. Bei mir. Nein, der ist beim Nest. Ich hab mich dann sag mir doch bitte, welcher Vogel mich hier angreift. Ja, dann haben wir hier zwei, die beziehungsweise getötet hat. Ja, dann haben wir hier zwei. Weil der. Ja, das kann sein, der aber das wäre ja noch geiler. Der gerade bei dir war, kam zu mir oben am Nest geflogen und als ich runter bin, meintest du, der ist hier bei mir. Ja. Ja. Klasse. Der ist jetzt, hier, jetzt ist er wieder bei mir. Wo ist die... Achso, da. Ja, klasse. Ja, hast du schon ein Ei? Nein. Ich sag ja, gerade mal die Hälfte vom Nest ist platt. Also ihr seht, was wir hier zu kämpfen haben. Du kannst nicht vernünftig ausweichen. Wortwörtlich. Du kannst nix, eigentlich. Wir haben hier wortwörtlich zu kämpfen. Also ich weiß nicht, ob der, wenn man alleine spielt, um ein Vielfaches einfacher ist oder der so. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ohne Begleitung hast du gar keine Schnitte gegen den. Ja, aber spielen die andere auch, kriegen sie ja auch irgendwie hin. Sieht der mich? Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Ich bin hier in so einem Reifen versteckt. Ja, aber der fühlt dich ja quasi. Der guckt doch in meine Richtung, aber ich glaube, der spackt gerade im Gerüst fest. Ja. Boah, wie gerne ich dich jetzt da töten würde. Aber wenn ich dann oben bin, dann ist er frei.
Ja, so sieht's aus. Ja, jetzt ist er frei. Er hat schon gehört, was ich dachte. Hä? Ja gut, Ashley, dann verabschiede dich mal. Ja, warte, ich hole nur eben mein Zeugs. Ja. Oh, ich glaube, ich krieg den Platz. Warte mal. Was, den Vogel? Ja, der schwackt hier im Reifen feste. Der hat schon über die Hälfte Leben weg. Das ist schön, ich komme. Im letzten Drittel. Ich mach den fertig. Wo bist du? Im Reifen. Ich hänge in so einem Ring. Ich hab dich doch anvisiert. Guck doch einfach mal auf den Kurs. Ja, der ist jetzt tot. Ich hab den Vogel. Und da kommt der nächste, oder was? Was? Hä, wo sind die Sachen? Welche Sachen? Ah, da. Ja, das, was er ausspuckt. Ach so, was gibt er denn? Zwei Knochen. Nein, keine Federn. Doch, da unten sind die ganzen Federn, die sind durchgefallen. Ah, sehr cool. Dann brauchen wir das nächste Jahr gar nicht. Ja doch, das holen wir uns jetzt auch noch dazu. Sicher. Das hole ich jetzt schnell noch. Ja, klar. Oh, wer hätte es gedacht? Backt der da drin feste? Hä? Vier? Nein! Naja, wenigstens passiert das auf den Wildvögeln und nicht nur unseren Vögeln. Oh, verdammten Drecksviecher! Entschuldigung, geht mir doch alles. Kaum noch auszuhalten, dein Geschrei. Irgendein Scheiß. Entschuldigung. Das dröhnt voll. Ja, das tut mir leid, aber die nerven mich gerade tierisch. Ja, aber Lautstärke. Ärger dich aber leise. Stirb leise. Nein. So, warte, ich mache jetzt noch eben das Nest platt und dann kannst du dich verabschieden. Du kannst dich auch jetzt schon verabschieden, wenn du willst. Ich hack jetzt drauf rum. Ja, hack du mal. Ich muss mich hier gerade noch eben retten. Aber während ich mich hier so rette, hoffe ich, dass es euch heute gefallen hat. Wenn ja, zeigt es uns gerne mit dem Daumen nach oben. Wenn nicht. Und ja, wenn euch interessiert, wie die Reise hier bei uns so weitergeht, dann abonniert doch unsere Kanäle. Ihr findet den Kanal des jeweils anderen auf dessen angesagten Kanälen. Und ja, wenn euch Lust und Laune übermannt, dann lasst uns doch gerne Kommentare da. Würden wir uns sehr drüber freuen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, wünschen euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Bye.